Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Lokale Helden. Diesen Monat bringen euch Tex Dixigas und Lord X Hooper unter anderem einen Bericht über Blaze Bailey, den ehemaligen Iron Maiden Sänger zwischen 94 und 99, der inzwischen mit einer Karlsruher Gang zusammenhängt und rumjammt. Des Weiteren einen Bericht über das Retro Games im Gotek draußen und über A Thin Red Line, ein Metal-Projekt aus Baden. Los geht's mit Blaze Bailey. Blaze, first of all, what brings you to Karlsruhe? Well, we're rehearsing here. Our friends from Rockblock lent us their rehearsal room so that we could do this Christmas tour. And while we've been here, we thought, well, let's play a show, because it's very boring rehearsing all day just to each other. So they said, well, why don't we invite our friends? Would it be okay to invite our friends to a rehearsal? And we thought, yeah, because that'll be more fun than just doing a boring rehearsal with each other. So, yeah, that's what we've been doing, rehearsing. So tonight, it's kind of a rehearsal show, and then we go to England and play the final Christmas show of the tour. Oh, that's a great idea. You got a new band, mostly, I think? Yeah, there's been a lot of lineup changes, and we finally got a lineup together that we all get along as people and as musicians. So it's going very well. I think this is the best lineup that we've had in the band, and this is the lineup that we're planning to record the next album with and do all the rest of the touring with as well. So I hope we can keep it together, because it feels really good. This is the world premiere of a brand new song from the album, and it's called Sin by Sin. Yes.
Connection. It's going to be on a new album, available next year. At a hugely inflated price. Hier ist TechSticksGas für 2010 TV. Ich bin mit Lord X Hooper mal wieder unterwegs, um für euch ein paar coole Locations in Karlsruhe zu finden. Heute sind wir im GoTech in der Gablonzer Straße. Da gibt es unter anderem das Retro Games, den ersten eingetragenen Verein mit Videospielkultur in Deutschland. Let's go, check it out. Right on. Das Retro Games in Karlsruhe ist der erste eingetragene Verein für Videospielkultur. Hier am Computer steht gleich Chris Atari, einer der zwei Gründer. Hallo Chris! Hallo, Tex. So, wir sind hier in dem ersten eingetragenen Verein für Videospielkultur in ganz Deutschland. Hier gibt es Preziosen aus allen Jahrgängen. Was ihr hier seht, ist alles echt. Die Jungs sind schon berühmt. In 2004 waren sie beim Air in Style und haben dort die Snickers Lounge bestückt mit ihren Automaten. Das will was heißen. So etwas, wie es hier gibt, gibt es weder in Berlin, noch in Köln, noch in Hamburg. Schaut euch einmal um. Chris, was ist das, ein Polyplay? Der Polyplay ist der einzige Videospielautomat, der in der DDR gefertigt wurde. Natürlich nicht der einzige, es gab etwa 2000 Stück davon, aber es existieren nicht mehr viele. Laut Spiegel habe ich mal gehört, existieren noch 5 Stück in Sammlerhänden. Ihr habt 2 davon hier. Das kann nicht so richtig sein, da stimmt doch was nicht. Naja, wahrscheinlich haben wir die weltweit größte Polyplay-Sammlung mit unseren 2 Exemplaren. Es dürfte eine große Dunkelziffer geben, was die Automaten angeht, aber richtig viele sind es tatsächlich nicht mehr. Hier gibt es aber noch viel, viel mehr. Let's go, Kids. Zu meiner Linken ist Leno. Leno ist gerade an einem Atari 2600 beschäftigt. Leno, was ist dein Lieblingsspiel in diesem Laden? Zeig uns das doch einfach mal. Ja, da muss ich sagen, Atari sammel ich, ist auch meine Lieblingsspielkonsole. Aber wir haben ja nicht nur Spielkonsolen, wir haben auch Automaten. Da ist der Asteroid. Asteroid. Das ist dein Lieblingsspielautomat. Sag uns doch einfach mal, wieso. Ganz eindeutig, das ist das erste Videospiel, was ich jemals selber gespielt habe. Als Kind. Im Original. Des Asteroids. Mein Gerät. Damals an einem Automaten in einer Spielhalle oder zu Hause auf einem kleinen Atari? Natürlich im Urlaub in Spanien am Original. Es ist genau dieses Gerät, was ich früher gespielt habe. Ja. Welcher Jahrgang ist das hier? Das ist von 1979. Besonderheit Vektorbildschirm. Sehr spannend, sehr viele bewegte Objekte. Als Kind konnte ich es entschieden besser als heute. Verdammt gute Angelegenheit. Gehen wir weiter zu den Flippern. Okay, in der Flipper-Sektion gibt es natürlich nicht ganz jugendfreie Flipper wie Sexy Girl, aber natürlich auch familienfreundliche wie Adams Family und speziell den 8-Ball. Soweit ich weiß, ist der meistverkaufte Flipper aller Zeiten. Doch was macht dieses Gerät so besonders im Gegensatz zum Beispiel zu einem Frankenstein? Es ist natürlich irgendwie originaler, es ist noch richtiger Flipper, es ist noch vom Sound, vom Spielgefühl her, ja, irgendwie retro. Und er hat ein Glockenspiel statt elektronischen. Wow, da sieht man mal, in 20 Jahren Flippern sind wir ganz schön weit gekommen. So, machen wir noch ein bisschen die Runde, Boys and Girls. Mein persönlicher Favorit in diesem Laden ist der Flash. Der Flash ist auch älter als TechSticksGas selbst, aber simples Spiel, guter Familienspaß. Daumen nach oben der Woche von TechSticksGas. Da habe ich den ein oder anderen Rekord gebrochen. Ihr seht schon, Kids, hier ist alles, was ihr schon immer spielen wolltet. Motor Racing, Car Racing, Road Blaster, Outrun und das legendäre Outrunners im Doppelsitz. Warum heißt Pac-Man ursprünglich Pac-Man? Tja, die Amerikaner, die sind böse. Die Jungs sind natürlich hingegangen, der hat nichts Besseres zu tun, als aus dem P ein F zu machen. Und jetzt muss sich jeder zusammenreimen, was das bedeutet. Aha, aus Pac-Man wurde wegen dem F ein Pac-Man. Videospielkonsolenhistoriker Chris Atari. Dankeschön. Nirgendwo in der Welt verträgt sich Autofahren und Trinken, außer hier im Retro Games. Da ist das alles legal. Das Retro Games ist ein perfekter Einstieg für einen Samstagabend. Hier kann man zocken, was das Zeug hält, bis die Discos sich langsam füllen. Der Eintritt ist eine kleine Spende, das war's. Alle Automaten sind auf Freispiel gestellt, das heißt zocken nonstop. Pac-Man, Pac-Man, Scrabble, Frogger, Donkey Kong, Joust. Alles, was das Zockerherz begehrt. Wie damals in den Ferien irgendwo im Ausland, wo die Eltern uns 5 Mark in die Hand gedrückt haben. That's Retro, Baby!
Wenn Sie schon einmal immer Flugzeuge abschießen wollten, im Retro Games sind Sie genau richtig. Retro Games ist gut für die Jugend. Say no to drugs, kids! Space Harrier. Entkommen in eine andere Welt der drogenfreien Psychedelik. Der legendäre Mortal Kombat im Double-Player-Modus. That's Kung Fu Fighting, baby. Hier kann man sinnlos seine Zeit verballern am Flipper, wie Tex-Dixie das stundenlang macht. Und wenn der mich langweilt, gehe ich doch einfach zum Indiana Jones. Hey, baby, it's free play. Ich bin tot. Retro Games ist viel mehr als eine Spielhölle. Hier ist ein lebendes Museum der Videospielkultur. Alle Automaten sind datiert und beschriftet. Original Werbeartikel aus den 80er Jahren und Videospielkonsolenhistoriker wie Leno Asteroid und Chris Atari. Vielen Dank bei 2010 TV von Tex Dixie Gas und Lord X Hooper an der Kamera. Bye bye, Boys and Girls. Und weiter geht's mit A Thin Red Line aus dem Substage. Ja, hallo Rock Citizens, wir sind hier im Substage bei der Christmas Spirit Tour mit Conny und Arno von A Thin Red Line und erzählt mal ein bisschen was über eure Musik, damit die Leute auch erfahren, was hier abgeht, weil nicht jeder ist ja hier mit Metalcore und Hardcore und allen Cores firm und verwandt. Also erstmal machen wir Metal, nicht Metalcore. Und wir wollen einfach mal was Neues probieren, weil du siehst eigentlich schon an unserer Besetzung, wir sind 7 Leute. Wir haben einen Schlagzeuger, 2 Bassisten, 2 Gitarristen und ein Shouter und eine Clear Vocals Sängerin, die ich bin. Ja. Schon etwas ungewöhnliche Besetzung. Ja, und so an Live-Aktivitäten, was ist da geplant? Werden wir euch noch sehen in der Region oder so? Ihr habt jetzt hier die Gelegenheit, die Leute auf eure Termine aufmerksam zu machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich weiß sie leider nicht auswendig, aber wir spielen ab Februar eigentlich ganz viel. Wir werden mit Hand to Hand und Scars of Tomorrow ein paar Shows spielen. Aber das sind eigentlich alles Sachen, die weiter weg sind. Also checkt einfach mal unsere Homepage aus, www.athinredline.net und unter Shows. Naja, dann werden ja eure Konzerte sicherlich gut gefüllt sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß heute Abend und danke für eure Einlassungen. Let's go! Fire!
Hier Chris, Metalcore Papst von Karlsruhe. Nee, aber Papst ist natürlich in der weihnachtlichen Zeit so eine Sache, ne? Das weißt du ja. Ja, und wir sind ja jetzt Papst. Wir sind ja auch Deutschland, oder? Deutschland und Papst. Ja, du bist Deutschland. Deutschland. Alter, ey. Wir sind Papst, aber du bist Deutschland. Aber wir sind. Er ist Papst, er ist Deutschland, aber wir sind alle Kinder des Metal. Wenn ihr euch mit eurer Band bei uns melden wollt, tut das unter dixigas@web.de. Es verabschieden sich von euch Lord X Hooper an der Kamera und Tex Dixigas am Mikrofon. Bye bye! Und somit hätte ich endlich die lästige Konkurrenz beiseite geschafft.